Guten Morgen, Deutschland! Yo, Freunde, was geht ab? Willkommen zurück zu einem neuen Vlog von mir. Wie geht es euch? Wie geht es euch? Freunde, wie ihr sicherlich bereits am Titel erkannt habt, werde ich heute meine Haare schneiden und ich werde euch ein ganzes Tutorial darüber geben, wie man sich die Haare selber schneidet. Aufgrund der aktuellen Lage sind fast alle Friseure oder sogar alle Friseure komplett geschlossen. Also Leute, ich versuche euch irgendwie zu retten, ich versuche euren Kopf irgendwie zu retten. Und ich würde sagen, lasst uns einfach beginnen. Good morning, Wifey. Guten Morgen, Deutschland. Guten Morgen. Ich werde jetzt gleich für ein paar Minuten mal verschwinden. Okay. Ich werde meine Haare schneiden. Gut. Und wünsche mir Erfolg und Glück. Und drück mir die Daumen. Schneide ich keine Glatze rein? Nein. Halt das in einer Kopf. Leute. Nur mal so nebenbei, ich mache das schon mittlerweile seit 10 Jahren und ich habe das letztens erst realisiert, dass ich das seit 10 Jahren mache. Das sind 10 Jahre. Ich habe, glaube ich, im Jahr 2010 oder so einfach mal angefangen. Hast du schon mal verkackt? Ja, ich habe schon mal verkackt und hier ist auch das Bild. So, im Prinzip brauchen wir nicht viel. Ein Spiegel vor uns, ein Spiegel hinter uns, damit wir den Hinterkopf sehen. Eine Haarschneidemaschine und zwei Aufsätze. Jeweils 3 und 6 mm. Und dadurch, dass ihr an der Maschine schon die Stufen ändern könnt, von Millimeter zu Millimeter, ist das nur eine Ergänzung. Das heißt, 3, 6, aber 4, 5, 6 addiert ihr immer damit. Step 1, Haare waschen. Step 2, Haare formen. Das heißt, ihr braucht jetzt erstmal keine Aufsätze, nichts. Die Größe, die ihr hier haben wollt, die nehmt ihr jetzt einfach. Ich nehme jetzt mal 1 mm und damit forme ich erstmal grob die Haare, wie ich sie haben will. So, nachdem wir jetzt die grobe Form haben, war es das auch schon. Nein, Spaß. Step 3, der Übergang. Das heißt, ich habe jetzt 0 mm oder 1 mm habe ich jetzt gemacht hier. Und um einen richtigen Übergang zu bekommen, darf der Unterschied nicht zu groß sein. Das heißt, 1 mm und jetzt gehe ich weiter hoch auf 2 mm, 3 mm, 5 mm, 7 mm. Dass man einen sauberen Übergang hat. Also, let's go. So, das war Schritt Nummer 3 mit dem kleinen Übergang. Wie ihr langsam hier schon sehen könnt, ist der Übergang auch da. Jetzt machen wir Schritt 4 mit dem großen Übergang. Das heißt, 6 mm Aufsatz packe ich jetzt auf die Maschine und machen dann hier nochmal diesen großen Übergang. Ich weiß nicht, ob die Begriffe richtig sind, aber ich nenne es einfach so. Let's go! So Leute, ich bin jetzt fertig. Wie ihr sehen könnt, sind meine Haare geschnitten und ja, die mögen vielleicht nicht perfekt sein, aber das ist auch nicht Sinn der Sache. Sinn der Sache ist, dass ihr euch gut fühlt und wenn ihr die halbwegs gut geschnitten bekommt und euch auch noch dabei gut fühlt, dann habt ihr doch euer Ziel erreicht. Es ist im Prinzip mega einfach. Ich habe meine Haare oben nicht geschnitten, da ich noch finde, die Länge ist noch gut und ja. Aber wie man die oben schneidet, zeige ich euch auch dann irgendwann in ein, zwei Wochen nochmal, falls euch das interessiert. Und ja, Freunde, was hat sie denn da gerade? Was machst du da? Ich auch. Oh, ich dachte, du baust für mich diesen, die Höhle, ja.
wie man die als Kind gebaut hat früher. Kennt ihr das noch, Leute? Ja. Wow, das Wetter ist so schön. So schön, Baby. Aber unser Balkon ist wieder so dreckig. Oh mein Gott. Hast du den Tipp, dass wir nachts gemacht haben? Nee, was denn? Dass wir nachts den Balkon leiten, falls es geht. Oh mein Gott, Leute, ich habe das total vergessen. Es hat angefangen, war das gestern Abend oder vorgestern Abend? Nee, vorgestern Abend. Es war vorgestern Abend. Es hat richtig doll angefangen zu regnen und es war ja schon vorher richtig sandig. Und um den Balkon sauber zu machen, holen wir immer einen Eimer und kippen Wasser darauf. Und irgendwann nachts um 2 oder 3 meinte ich zu ihr, ey, anstatt dass man jetzt Eimer Wasser holt und morgen früh sauber macht, lass doch jetzt einfach das Wasser vom Regen, vom Himmel, das Wasser, was auf unserem Balkon gerade da liegt, einfach abziehen. Und dann haben wir mitten in der Nacht um 3 Uhr mit dem Ding hier das Wasser vom Balkon abgezogen und am nächsten Morgen war das zu 90%, kann man sagen, sauber. Das war auf jeden Fall eine schlaue Aktion, aber richtig creepy. Ihr müsst euch mal vorstellen, eure Nachbarn gehen raus auf den Balkon nachts um 3, es regnet wie verrückt und die machen den Balkon sauber. Ich glaube, wir sind die komischsten Nachbarn überhaupt. Bestimmt, wir sind die creepy Nachbarn. Wir starten den Tag mal mit ein bisschen Kaffee. Oh yeah, aber wir machen was Besonderes daraus. Zack. Ein bisschen Eis. Und ein wenig Eis. Oh mein Gott. Oh mein Gott. And that's how you make an iced coffee. Oh yeah. Nein, Leute. Es war eben die ganze Zeit ein Spalt auf und das ist eine geschlossene Schokoladenpackung, aber die ist geschmolzen. Nein. Es ist alles geschmolzen, Schatz. Na gut, wie auch immer, darum kümmern wir uns später, aber jetzt muss ich erstmal mein Video schneiden. Und zwar setze ich mich heute raus, das Wetter ist richtig schön, es ist etwas windig, der Grund, warum ich nicht in der Sonne sitze. Aber ja, wir sehen uns auf jeden Fall gleich. Übrigens, Leute, habe ich mir die AirPods von ihr geklaut. Ist das in Ordnung? Ja, alles was meins ist, ist deins. Oh, das ist das Süßeste. Jetzt muss ich nicht mehr mich mit diesem Kabelsalat auseinandersetzen. Und außerdem rauschen die schon, das heißt, ich muss die neu kaufen. Aber egal, die haben eh nur 20 Euro gekostet. Leute, ich kann euch nur eins sagen, falls ihr im Leben was starten wollt, ihr braucht nicht gleich das beste und das teuerste Equipment, sondern startet einfach, wenn ihr eine Idee habt, dann setzt sie einfach um und alles andere bessert sich im Laufe der Zeit. Ich meine, ich habe vor kurzem erst nach meinem 270. Video oder so ein neues Laptop kaufen müssen, weil das Programm nicht mehr funktioniert hat. Mein Laptop hat funktioniert, aber mein Programm hat komplett gespinnt. Aber wie gesagt, Leute, lasst euch nicht abhalten und lasst euch überhaupt nicht einreden, dass ihr unbedingt irgendwie die beste Qualität gleich am Anfang braucht, dass ihr das beste Equipment gleich am Anfang braucht. Das kommt alles mit der Zeit. Aber wenn ihr AirPods von eurer Frau klauen könnt oder von eurem Mann, dann lasst euch nicht davon abhalten. Whoop, yo! So Leute, ich bin jetzt endlich fertig mit dem Video und falls ihr das gestrige Video nicht abgecheckt habt, was ich jetzt eben gerade geschnitten habe, dann müsst ihr euch das anschauen. Es ist mega, mega witzig geworden und ich würde sagen, das ist einer meiner besten Vlogs auf jeden Fall. Ja, Freunde, ich bin jetzt ein bisschen ratlos, was wir machen können. Wir wollen wieder mal Sport machen, aber ich brauche jetzt endlich Gewichte. Ich bin jetzt schon ein paar Tage dabei und ich brauche ein bisschen Gewichte, um Sport zu machen. Und was ich mit Gewichte meine, das werdet ihr jetzt sehen. Das ist das, was ich die letzten Tage gemacht habe. Und jetzt... Frisch mich. Okay. Okay. 3 Stück hast du geschafft. 3 Stück habe ich geschafft. Ja. So, jetzt macht es noch Spaß. Sag doch mal hallo, Leute. Hi. Hallo, Leute. Was geht? Heute bin ich die Hantel. Nenn mich die Hantel. Und wie viel Kilo bin ich? Ich glaube so 50,5. Ja, kommt hin. Oh mein Gott. Ja, Leute, das bringt doch was.
Ja, ich fühle mich schon fitter. Jetzt andersrum? Ja, komm. Ich auf deine Schulter? Nein. Ich glaube, das ist keine gute Idee. Okay. Okay, Leute, angeblich schafft sie es, mich hochzuheben. Und ja. Wenn ihr der Meinung seid, dann kommentiert jetzt. Guckt euch erstmal meine Muskeln an. Seht ihr das? Okay. So. So ein Stück hat sie mich hochgehoben, Leute. Ja, das heißt nichts.